wieder die Schwimm-Kathrin. Ich möchte euch heute gerne meine Basic-Produkte in dieser kleinen Tasche erklären, die ihr zum Probieren gerne mitnehmen könnt. Jedes einzelne Produkt, was ich jetzt euch vorstelle, erkläre ich euch in einem extra Video nochmal detailliert, was ihr unter diesem Video findet oder auch in unserem Online-Shop. Auch der Link ist unter diesem Video. Und ja, eine kurze Übersicht, einmal zur innerlichen Anwendung unser Gel, dann die Produkte, die ihr über den Tag verteilt braucht, Sonnenpflegeprodukte, dann für unsere Sportler Sportprodukte oder auch zur Haarpflege. Als erstes beginne ich mit unserem Gel. Das liebe ich zu trinken. Es schmeckt natürlich sehr gesund und ist der Grundstoff für alle Produkte. Dann haben wir unser Aloe Soap. Wenn ihr euch duscht, dann nutzt dieses Produkt, weil es hat einen sehr ausgewogenen pH-Wert. Es ist sehr pflegend zur Haut und ihr könnt das auch zur Rasur nutzen, zur Babypflege oder auch ins Badewasser mit reintun. Nach dem Duschen, dann haben wir unser Aloe First. Das ist ein Spray, wo ihr ganz viel Aloe drin habt und auch Kräuter und Wienpropolis. Ich nutze es sehr gerne nach meinem Babyschwimmen. Ich sprühe es mir auf die Kopfhaut und auf den ganzen Körper, tue auch die Haare damit schön einmassieren. Es gibt den Haaren sehr viel Feuchtigkeit. Und wenn ihr eine sonnengestresste Haut habt, auch da könnt ihr es schön mit drauf machen. Und ja, ihr könnt es auf die Füße machen, im Genitalbereich, wo auch immer ihr das möchtet. Bei den Babys empfehle ich es immer gerne auf die Hände zu machen und dass es handwarm ist, dann aufzutupfeln. Ja, für unterwegs habt ihr dieses kleine Fläschchen. Könnt ihr euch das First immer abfüllen oder ihr könnt ja auch eine Creme mit reinmischen und habt eure eigene Mischung, wie ihr sie gerne benötigt. Und ja, das First nehme ich auch immer gerne unter oder als Grundlage vor einer anderen Creme. Als nächstes, wenn wir unsere Zähne putzen, unser Zahngel, das reinigt auf Enzymbasis. Es hat einen leichten Minzegeschmack, was sehr erfrischend ist im Atem. Es pflegt unser Zahnfleisch und es poliert den Zahn, macht ihn richtig schön glatt und macht auch schöne weiße Zähne. Dann unser Aloe Vera Jelly. Unser Aloe Vera Jelly ist so, als wenn ihr das Blatt von der Aloe Vera gerade ausgeschält habt, dieses reine Gel. Wenn ihr das auf die Haut auftragt, das ist sehr kühlend, es ist pflegend, es zieht richtig gut ein. Ich nutze es gerne als eine frische Maske, aber auch für die Haare, so als Haargel. Ne, in das feuchte Haar nehme ich das mit rein und massiere es richtig gut ein. Oder auch hier, wenn ich dann doch mal zu lange in der Sonne war, könnt ihr das schön mit nutzen als Kühlung. Auch zur Pflege bei sehr trockener Haut, bei Neurodermitis können das zur Pflege mit nutzen und für viele andere Dinge auch. Dann haben wir unseren kleinen Lips, das ist ein Lippenbalsam, ne, für die Lippen sowieso. Ihr könnt es auch unter die Augen so ein bisschen mit auftupfen oder wenn wir einen kleinen Insektenstich haben, könnt ihr es auftragen, es nimmt den Juckreiz, es pflegt die Haut oder irgendeinen Kratzer oder eine kleine Verletzung. Einfach mit auftragen. Ich nenne es sehr gerne auch die kleinste Hausapotheke der Welt, weil kann man in jeder Tasche haben und sofort mit einsetzen bei irgendwelchen Verletzungen oder Hautreizungen. Ja, als nächstes dann unsere Aloe Propolis Creme. Die liebe ich auch sehr, weil es hat eine sehr, sehr pflegende Eigenschaft bei trockener Haut, für die Handpflege, ne, wenn man sich sehr oft die Hände waschen muss, pflegt sie sehr gut unsere Hände. Für die Gesichtshaut, da mische ich es gerne auch mit unserer Jelly, ne, dann ist es ein bisschen geschmeidiger. Für die Füße, ne, weil die tragen uns den ganzen Tag durch die Gegend und werden ganz wenig gepflegt. Da könnt ihr auch richtig schön die Propolis auftragen. Es ist, wie der Name schon sagt, Bienenpropolis mit drin. Und auch hier wieder für die Kinder, wenn sie eine sehr trockene Haut haben oder zur Unterstützung oder zur Pflege bei Neurodermitis, könnt ihr es mit auftragen. Ja, wem diese Creme allerdings zu fest ist, der sagt, ich möchte lieber eine leichtere Creme, haben wir unsere Aloe Moisturizing Lotion. Das ist eine Feuchtigkeitscreme, wo viel Kollagen drin ist und Elastin. Das könnt ihr auch rein als eine Gesichtspflege nehmen oder auch für den gesamten Körper. Oder wer dann sagt, ich möchte lieber eine Creme haben, die etwas öliger ist, dann empfehle ich die Aloe Lotion. Hier haben wir sehr viel Vitamin E drin und Jojobaöl. Auch das ist wieder für eine sehr trockene Haut geeignet, auch bei Neurodermitis, aber auch ganz allgemein zur Pflege, Gesichtspflege oder auch zur gesamten Körperpflege.
nach der Rasur nutzen das auch sehr viele Männer sehr gerne. Ja, dann unser Aloe Stick. Er ist sehr angenehm im Duft. Er ist frei von Aluminiumsalzen und Alkohol. Er ist auch sehr pflegend. Und wer ihn am Anfang nutzt und sagt, oh, er kribbelt noch ein bisschen, dann nehmt ihr gerne nochmal dieses First mit dazu. Aber probiert es aus und haltet durch. Der ist wirklich mit einer der absolut Top-Favoriten. Dann haben wir hier unsere Aloe Sunscreen. Sie hat einen Lichtschutzfaktor von 30, enthält Zinkoxid und sie ist wasserfest bis zu 80 Minuten und sie schützt unser beanspruchtes Ökosystem der Ozeane. Und ihr braucht hier sehr, sehr wenig. Sie ist unwahrscheinlich ergiebig. Ne? Kleiner Topser nur und dann ein Reib. Dann haben wir hier unseren Handsanitizer. Das ist ein Produkt, wo ihr eure Hände desinfizieren könnt, was in jede Tasche mit reingehört oder den ihr immer mit dabei haben solltet. Es ist Honig mit drin und das pflegt die Hände sehr, sehr gut. Es ist ein ganz angenehmer Duft. Und wenn ihr öfters jemanden die Hand geben müsst, dann könnt ihr euch vorher schon mal einreiben und auch danach. Oder wenn die Hände im Sommer sehr schwitzig sind, sehr, sehr gut und pflegend. Ja, und dann für unsere Sportler haben wir natürlich die Sportprodukte. Ich liebe sie, die Heat Lotion. Ich trage sie vor dem Sport gerne auf, zum Beispiel beim Skifahren, ne, tun wir schon die Muskulatur erwärmen und etwas entspannen. Aber auch wenn wir dann mal Muskelkater haben, dann nehmt ihr sie drauf. Das kann natürlich auch sein, dass er mal warm und ein bisschen kühlend wirkt. Oder auch wenn ihr Verspannungen habt im Nackenbereich, einfach mal mit auftragen. Das tut richtig schön, die Schultern entspannen. Und wenn doch ein bisschen ein paar Schmerzen mehr sind, dann probiert ihr euch einfach mal mit diesem MSN-Gel aus. Da ist Schwefel mit drin. Es ist ein Gel, was sehr schnell in die Haut einzieht. Und wenn ihr auch Probleme habt mit der Haut, ne, leichte Pickelchen oder so, auch da könnt ihr es damit auftragen. Das pflegt die Haut sehr, sehr gut und zieht in die Haut ein. Probiert es aus. Ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Ja, und zu guter Letzt, natürlich für unsere schönen Haare, haben wir ein sehr, sehr schönes Shampoo. Es ist auf Jojobaölbasis. Es hat einen schönen Lavendelduft mit drin und es ist frei von Silikon, was für mich sehr, sehr wichtig ist. Ja, und um die Haare wieder schön kämmbar und geschmeidig zu machen, haben wir den Conditioner, auch den schön mit in die Haare einwirken lassen. Und ihr seid von Kopf bis Fuß richtig gut gepflegt. Und schaut euch wirklich die einzelnen Videos nochmal an zu unseren Produkten. Schaut im Online-Shop, da stehen auch nochmal so ein paar Beschreibungen drin, auch ein paar Videos von der Firma aus mit. Und wenn ihr mehr wissen wollt oder die Produkte natürlich testen wollt, dann kontaktiert uns. Alle weiteren Infos geben wir euch dann gerne dazu. In diesem Sinne wünsche ich euch beste Gesundheit, Schönheit und bleibt fit. Bis demnächst, eure Schwimm-Kathrin.